Also, wenn der Gott der Technik will, dann sollte man jetzt tatsächlich auf Sendung sein und sollte die Aufzeichnung gestartet sein. Und dann freue ich mich jetzt sehr, sehr liebe Grüße nach Graz schicken zu dürfen. Dort ist uns jetzt nämlich der Spiritus Rector, mag ich sagen, des WRC zugeschaltet. Der Michi Lindl, servus. Servus, hallo. Begrüße dich. Erste Frage, damit wir alle im gleichen Boot sind oder alle am gleichen Wissensstand. Warum tummelst du dich in Graz dieser Tage und nicht in Kärnten? Ja, grundsätzlich, weil ich erstens einmal meine Wohnung natürlich in Graz habe und ich grundsätzlich mein Lebensmittelpunkt in Graz habe. Und der zweite Grund ist natürlich ein bisschen der unangenehmere, E-Wissen, Hauptthema Nummer eins natürlich der Coronavirus. Das heißt, wie schaut so der Alltag eines Profikickers aus dieser Tage? Man weiß, ihr seid mit Heimtraining ausgestattet worden vom Club. Wie schaut das konkret aus und wie lange funktioniert das eigentlich, bevor der Körper, ich sage das mal, sehr flapsig zu verfallen beginnt? Ja, in meinem Alter vielleicht ein bisschen früher fängt der Körper an Nein, zu so war es nicht verfallen. gemeint, um Gottes Willen. Nein, aber natürlich haben wir ein Heimprogramm gekriegt. Wir werden da immer am Laufenden gehalten, was gerade der Stand der Fitness sozusagen ist. Wir müssen es auch immer ja, abgeben, was wir da am Ende des Tages auch geleistet haben. Aber ja, natürlich ist es nicht das Gleiche. Natürlich ist es einfach ja, auch sehr, sehr mühsam, muss man ehrlich sagen. Jetzt geht es noch, aber wenn das jetzt noch ein paar Wochen andauert, dann ist es schon sehr, sehr mühsam, wenn du zu Hause einfach immer dein Programm erledigen musst. Vor allem, man ist es einfach gewohnt, in die Kabine zu gehen, man ist es gewohnt, Teamsport zu machen und da ist es einfach nicht einfach. Aber ja, es sind die Umstände dementsprechend und da geht man natürlich auch kein Risiko ein und das befürworte ich natürlich auch zu 100% und somit ist es ja, die einzige vernünftige und ja, konkrete Lösung, die wir momentan haben und mit der müssen wir uns alle zurechtfinden. Bist du mit deinen Spielerkollegen in Kontakt? Wie ist der Tenor innerhalb der Mannschaft? Ja, wir haben natürlich eine WhatsApp-Gruppe, wo immer wieder geschrieben wird, mit dem einen oder anderen haben wir natürlich dann auch Kontakt und so, aber ja, am Ende sagt jeder das Gleiche. Wir sind alle sitzen momentan alle im gleichen Boot, momentan leider in einem nicht sehr erfreulichen Boot, aber jeder nimmt die Situation an und anders wird es nicht funktionieren und gerade in Zeiten wie diesen, glaube ich, muss man sehr, sehr positiv bleiben. Und man kann dem, ja, so negativ es ist, aber trotzdem vielleicht irgendwas Positives abgewinnen. Und so sehe ich das dann auch am Ende, dass du einfach auch mehr Zeit für die Familie hast, für Freunde, zum wieder Kontakte pflegen. Ja, deswegen bin ich schon eher derjenige, der das irgendwie versucht, positiv zu sehen. Das wäre schon ein ganz guter Steilpass, den ich gerne verwerten mag. Was sagt denn die Familie? Und ich glaube, du hast zwei Töchter, wenn ich Zwei richtig Kinder, erinnere. zwei Jungs. Ah, zwei Burschen. Na gut, habe ich doch schlecht recherchiert. Was sagen die Burschen, wenn der Papa jetzt ganze Zeit daheim ist? Haben die ja Freude damit? Ja, noch mit dem Haushalt war, glaube ich. Aber na, es ist schon so gewesen die letzten Wochen und speziell auch mit der Doppelbelastung in der Europa League letztes Jahr, ist schon das sehr, sehr des Öfteren gekommen von meinen Jungs. Papa, du bist zu wenig zu Hause. Und jetzt ist natürlich schon so, dass ich schon Spaß daran habe, einfach wenn ich zu Hause bin, weil man einfach viel unternehmen kann. Trotzdem auch in den eigenen vier Wänden oder im Garten, wenn man hat, kann man da trotzdem viel mit den Jungs machen einfach. Und das genießt man momentan schon sehr. Auch ich genieße es. Und deswegen haben wir uns alle noch lieb. Wer weiß, wie es in ein paar Wochen ausschaut, aber das bringen wir so auch rüber, glaube ich. Sind die Burschen schon im schulfähigen Alter? Das heißt, muss der Papa da auch schon beim Hausübung helfen? Und wie firm bist du da? Wie sehr sind da deine grauen Zellen auch gefordert? Ja, noch geht's. Der Kleine geht in den Kindergarten, der Große ist in der zweiten Schulklasse. Ja, da kann ich schon noch mithalten, so ist es nicht. Und wir versuchen auch dahingehend den Alltag einfach so zu machen, als ob er Schule hätte, ganz einfach. Er hat schon am Vormittag immer Unterricht sozusagen, wo wir ihm Deutsch, Mathe und die ganzen Leseaufgaben geben, ganz einfach, dass man, ja, dass nicht nur ich da ein bisschen verkorkse, sondern auch, dass er am Stand bleibt, sozusagen am Schulstand. Deswegen versuchen wir einfach einen Alltag reinzubringen, mit Schule, mit ja, im Kleinen dann basteln, malen oder was auch immer, dass wir da einfach einen halbwegs geregelten Alltag reinbringen und das funktioniert momentan ganz gut. Und dann kommen wir wieder auf dein eigentliches Steckenpferd zu sprechen, nämlich den Fußball und das Kicken. Die Lage wird ja von vielen Clubbossen nicht nur in Österreich als durchaus dramatisch beschrieben. Gestern hat es ja die Bundesliga-Videopressekonferenz, nicht Pressekonferenz, sondern Videokonferenz gegeben. Darauf basierend ist auch von WRC-Bossen das Schlagwort Kurzarbeit gefallen. Wie sehr ist es bis zu euch Spielern schon durchgedrungen? Seid ihr de facto schon in Kurzarbeit? Und wenn ja, was bedeutet das konkret für eure Verträge und für die Gehälter?
Also wir sind noch nicht in Kurzarbeit. Der Verein ist direkt an uns noch nicht herangetreten. Ich habe es davor schon gehört, weil ich mit dem einen oder anderen in Kontakt bin, der da ein bisschen nähere Infos hat und speziell auch mit der Gewerkschaft in Kontakt bin. Habe ich schon vorhin gewusst, dass es auf uns zukommen kann. Ob es jetzt am Ende wirklich auf uns zukommt oder ob der Verein da Gebrauch macht, sozusagen, das werden wir jetzt die nächsten Tage sehen. Ist natürlich für alle keine einfache Situation. Ganz klar, ist für den Verein nicht einfach, war am Ende für die Spieler nicht ganz so einfach. Man muss sich das Modell dann einfach zusammen mit dem Verein anschauen und eine vernünftige Lösung finden. Man muss halt immer das große Ganze sehen und das große Ganze ist nun mal so, wenn man sagt, okay, man stellt es da auf stur und sagt, man geht den Kompromiss nicht ein, dann kann es für die Vereine problematisch werden. Wie es am Ende wirklich weitergeht. Ich finde es einmal gut, dass wir jetzt mal einen Stichtag haben mit Anfang 1. 2. Mai, dass man sagt, okay, bis dahin sollten wir wieder anfangen. Das finde ich mal gut, dann hat man ein Ziel zum Hinarbeiten. Ob es dann am Ende mit dieser Kurzarbeit wirklich so reinkommt oder nicht, werden wir sehen. Bis jetzt bei uns speziell ist es noch nicht in Kraft getreten. Okay, also ich höre schon raus, dass die Spieler da durchaus Kooperationsbereitschaft signalisieren und man dann nicht von Haus aus auf die Barrikaden geht, richtig? Naja, am Ende des Tages muss man sich alles ausreden. Es ist, man kann ja miteinander kommunizieren und deswegen darf man das kategorisch einfach nicht ausschließen. Das ist einfach meine Meinung, ob jetzt alle dieser Meinung sind, weiß ich nicht, aber grundsätzlich muss man sich mit allen Szenarien einfach auseinandersetzen und wenn da Kurzarbeit dazugehört, muss man sich auch mit der Kurzarbeit auseinandersetzen. Was stimmt dich denn ganz grundsätzlich zuversichtlich, dass die Saison sehr wohl noch zu einem gepflegten Ende gebracht werden kann? Ja, also ich bin wirklich nach wie vor noch guter Dinge, weil ich einfach, wie eingangs schon erwähnt habe, eigentlich die ganze Sache sehr positiv herangehe. Grundsätzlich ist es so, wenn man den ganzen Weltmarkt anschaut, so wie China zum Beispiel, wenn du sagst, da ist ein, zwei Monate zugedreht worden und ja, jetzt schon langsam kommt da der Alltag wieder zum Leben sozusagen, dann bin ich davon überzeugt, warum soll das bei uns nicht so sein. Und wenn wir jetzt ein paar Wochen einfach alle schließen und jeder hält sich auch ganz speziell an die Regeln, das ist mal Grundvoraussetzung, dass keiner da irgendwelche dummen Sachen macht, sondern wenn es heißt, zu Hause bleiben, dann soll man einfach zu Hause bleiben, weil man sich selber schützt, aber vor allem auch die Mitmenschen schützt. Somit sollte man das ganz einfach machen. Und wenn wir das jetzt ein paar Wochen durchziehen, bin ich davon überzeugt, dass wir die ganze Sache in den Griff kriegen. Ich finde, die Regierung macht bis jetzt einen sehr, sehr guten Job. Deswegen sollte man auf die Regierung hören. Und somit bin ich davon überzeugt, dass wir das in ein paar Wochen alles in den Griff kriegen. Und dann aus meiner Sicht steht dann auch nichts im Wege, das weiterzuführen. Wenn es am Ende nicht passiert, gibt es auch Schlimmeres auf der Welt grundsätzlich als den Bundesliga-Alltag. Dann muss man mit dem auch leben können. Und ich glaube, am Ende, wenn es der Gesundheit gut tut, werden wir alle damit leben können, dass die Bundesliga am Ende nicht stattfindet und eine andere Lösung gibt. Aber jetzt bleiben wir mal so, wie du es ja vorlebst, optimistisch und gehen von dem Szenario aus, das du gerade skizziert hast, nämlich, dass es ja wohl noch ein reguläres Finale gibt, sozusagen. Dann darf man sich auch, das will ich jetzt nur der Ordnung halber gesagt haben, wenn es jetzt natürlich viel wichtigere Dinge gibt, aber trotzdem vom WRC was erwarten und inwieweit war das 2:2 gegen Rapid, das war ja das letzte reguläre Spiel, das stattgefunden hat, aussagekräftig, nämlich auch insofern aussagekräftig, als die beiden Tore ja fast ident gefallen sind, nämlich Vorarbeit Lindl, Tor Weismann. Ist das, was den WRC ausmacht dieser Tage? Ja, nicht nur das. Momentan ist es schon so, dass Sean Weismann und ich ganz gut zueinander passen. Ich glaube, mit Tore und Assist passt es ganz gut. Aber ich glaube, wir machen als Mannschaft nicht nur die Elf, die am Platz stehen, sondern auch Querfeld ein, sage ich mal, im Kader macht jeder einen richtig guten Job und deswegen stehen wir auch dort, wo wir stehen. Wenn es dann am Ende so gewertet wird, Stand jetzt, wäre natürlich der Treffer in der 92. Minute, was wir bekommen haben gegen Rapid, sehr, sehr bitter, weil wir deswegen auf den vierten Platz gerutscht sind. Sonst wären wir mit dem 2-1-Sieg natürlich am dritten gewesen. Von dem gehen wir jetzt mal nicht aus. Somit hoffe ich, dass das alles so fertig gespielt wird. Und was kann man dann erwarten? Ich glaube jetzt nicht, dass wir irgendwie zurückstecken werden, sondern wir werden da sicher voll angreifen und das habe ich immer schon gesagt, dass wir jetzt nicht in der Meistergruppe sind, um dort als Touristen durch die Gegend zu fahren und dann am Ende Platz 6 einhamstern und alle zufrieden sind, sondern wir wollen da schon, so wie letztes Jahr, einfach um Plätze spielen, da wo es was zum Ernten gibt und das ist meistens
dann ist meistens die ersten drei Plätze vorne. Jetzt mag ich dir wirklich nicht zu nahe treten, aber du hast gleich zu Beginn so ein bisschen kokett mit deinem Alter gespielt, deswegen habe ich mir die heikelste Frage jetzt für den Schluss aufgehoben. Ist ja eh kein Geheimnis. Gerüchten zufolge hast du den 20er ja schon überschritten. Wann gedenkst du denn... Wann gedenkst du denn leistungstechnisch ein bisschen abzubauen? Um es ein bisschen frech zu formulieren, weil momentan deutet ja noch gar nichts drauf hin. Also die Frage geht natürlich auch in die Richtung, was passiert, wenn dein Vertrag 2021 beim WRC ausläuft? Das ist das Gleiche, wenn man jetzt fragt, wann hört der Coronavirus auf? Ich weiß es einfach nicht. Fakt ist, dass ich meine... Blöde Journalistenfrage, gescheite Antwort. Ja, Fakt ist, dass man... es ist so, so wie du gesagt hast, ich bin jetzt gerade mal knapp über 20, da kann man jetzt nicht so schnell sagen, wie es in Zukunft weitergeht. Es ist so, dass gerade in meinem Alter, und das ist nochmal ein fortgeschrittenes Alter als Fußballer. Aber jetzt musst du es verraten, das Alter. Jetzt haben wir schon so oft kokettiert damit. Ja, mit 34 ist man ja nicht mehr der Jüngste, es hilft nichts. Und ja, ich glaube nicht, dass man... Wem sagst du das? Ich bin nämlich genauso alt, es geht bergauf. Ja, oder es geht gerade bergauf, das wissen wir jetzt nicht. Du bist die medizinische Ausnahme offenbar. Nein, deswegen, ich glaube nicht, dass ich, das habe ich noch nie gemacht und speziell in meinem Alter jetzt schon gar nicht, dass man da 2-3 Jahre vorausplanen kann. In meinem Alter muss man wirklich, das ist im Fußball nun mal so, von Jahr zu Jahr schauen. Das ist nicht irgendein Floskel, was ich da raushaue, sondern in meinem Alter ist es einfach Fakt. Momentan geht es mir wirklich richtig, richtig gut. Ich glaube auch, dass ich davon zehre, dass ich die letzten Jahre einfach nie eine gröbere Verletzung gehabt habe. Deswegen, ja, weil ich halt immer schlau gesprungen bin bei den Zweikämpfen, habe ich mir auch nie wehtun können. Somit glaube ich schon, dass ich davon ein bisschen zehre, ganz einfach hinten raus. Wenn es so läuft wie jetzt, habe ich kein Problem, wenn ich noch ein paar Jahre dranhänge. Was dann nächstes Jahr passiert, werden wir einfach sehen. Und wir werden es, da kannst du dich verlassen drauf, gespannt verfolgen und auch dokumentieren auf Krone.at in der Kronenzeitung. Letzte Frage, musst du aktuell eigentlich deine Ernährung ein bisschen adaptieren und anpassen oder ernährst du dich eh das ganze Jahr über so gesund, dass es jetzt auch kein Thema ist? Naja, ab und zu ist halt einem doch ein bisschen langweilig zu Hause und dann ist die Verführung natürlich groß, einmal zum Naschkasten zu gehen. Aber momentan geht es noch ganz gut und ich schaue schon drauf, ich schaue eigentlich das ganze Jahr drauf, eigentlich, dass ich mich recht gesund ernähre. Bin auch so gut wie fast 90% fleischlos unterwegs, somit geht es mir da echt gut damit. Und da schaue ich jetzt natürlich auch. Ich glaube, dass man jetzt speziell vielleicht sogar noch ein bisschen mehr schauen muss, ganz einfach als Fußballer. Dass man dann doch nicht in ein paar Wochen mit dem einen oder anderen Kilo zu viel dasteht, weil es geht ja dann doch Schlag auf Schlag, wenn man das ein bisschen anschaut, was dann passieren kann, wenn wir es weiterführen, die Meisterschaft, dann haben wir sehr, sehr viele englische Runden und da kann man jetzt schon einen gewissen Grundstein legen für diese Runden. Also dann wünsche ich dir und uns allen, dass wir doch bald wieder den kickenden Michi Lindl sehen und nicht nur den skypenden Michi Lindl, der aber auch sehr professionell und sehr sympathisch war. Vielen Dank, dass du Zeit genommen hast. Alles Gute nach Graz. Wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder in irgendeiner Mixzone und nicht nur. Sehr gerne. Danke. Alles Gute. Viel Spaß noch. Danke. Ja, ciao. Danke.